Und die erste Rednerin ist auch die Antragstellerin Sabine Schatz von der SPÖ. Schatz, bitte, Sie sind am Wort. Ja, danke, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren. Wir diskutieren heute ein hochaktuelles sicherheitspolitisches Thema. Es geht um die Beantwortung meiner Anfrage zu den Aktivitäten von Staatsverweigerern in Österreich. Es ist beispielhaft für viele Anfragen, die wir von Ihnen bekommen, Herr Minister, die leider unzureichend beantwortet wurden. Wir verlangen Antworten und wir wollen, dass Sie, Herr Minister, die Bevölkerung über das Gefahrenpotenzial, das von dieser Szene ausgeht, konkret und detailliert informieren. Seit Jahren beobachten wir in Österreich eine beunruhigende Entwicklung, den stetigen Aufbau einer Szene, die viele Namen kennt. Staatsverweigerer, Freemen, Reichsbürger, Staatsverwalter. Und diesem antidemokratischen Milieu kann man laut Ihrer Anfragebeantwortung rund 3.700 Personen in Österreich zurechnen. In Deutschland gibt es Schätzungen zufolge rund 19.000 sogenannter Reichsbürger und Selbstverwalter. Und wir wissen, dass der Grad der Bewaffnung in dieser Szene stetig steigt. Allein bei einer Razzia in Baden-Württemberg und Hessen im vergangenen Jahr wurde ein riesiges Waffenarsenal ausgehoben. Und das deutet schon auf das Gefahrenpotenzial hin, das von dieser Szene ausgeht. Deshalb ist es auch dringend notwendig, hier konkret und transparent sichtbar zu machen, wie gefährlich die Staatsverweigerer-Szene in Österreich eingeschätzt wird, Herr Minister. Während der Deutsche Bundestag und die Bevölkerung in Deutschland von Ihrem Innenminister hier konkrete Antworten auf Anfragen bekommt, lassen Sie uns hier im Dunkeln sitzen und antworten nur unzureichend. Beispielsweise blieben folgende konkrete Fragen in Ihrer Beantwortung unzureichend beantwortet. Ich habe gefragt, wir wollten wissen, gegen wie viele Personen aus der Szene ein aufrechtes Waffenverbot besteht und wie viele im Besitz einer Waffenbesitzkarte sind. Sie verweisen in der Antwort darauf, dass es entsprechende Statistiken hinsichtlich Waffenbesitzkarte und Ermittlungen wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Verbotsgesetz bzw. die Gründe von Amtshilfeersuchen der Finanzpolizei nicht gibt. Derart ausweichende, ja nichtssagende Antworten hinsichtlich Waffenbesitz im extremistischen Milieu sind leider kein Einzelfall, sondern aus Ihrem Ministerium Usus. Ganz offen. Es geht hier konkret um ein brisantes sicherheitspolitisches Thema. Es geht hier um die Sicherheit der Bevölkerung in Österreich. Und ich halte es aus demokratiepolitischer Perspektive für zentral, dass die Öffentlichkeit über diesen gefährlichen Entwicklungen, über das Gefahrenpotenzial extremistischer Bewegungen, ganz egal über welche, transparent von Ihnen aufgeklärt und informiert wird. Seit kurzem wissen wir, dass im Jahr 2020 in Österreich so viele Waffen gekauft wurden wie noch nie zuvor. Laut zentralem Waffenregister befinden sich rund 1,15 Millionen Waffen in privatem Besitz. Und das ist natürlich von großer Relevanz zu wissen, in welche Hände geraten diese Waffen. Seit kurzem wissen wir, dass auch der Attentäter, dass gegen den Attentäter von Wien kein aktives Waffenverbot bestanden hat. Die Waffenaffinität staatsfeindlicher Gruppierungen ist uns aber allen bekannt. Und aus Ihrer Antwort schließen wir, dass es keinen geeigneten Abgleich gibt zwischen Waffenbesitzern und Mitgliedern staatsfeindlicher und extremistischer Organisationen. Da sind Sie im Verzug, Herr Minister, da gibt es ganz, ganz dringenden Handlungsbedarf. Wir erleben gerade, und das wurde heute schon mehrmals angesprochen, wie Verschwörungstheoretiker, wie Staatsverweigerer, wie Rechtsextreme und Neonazis versuchen, die Corona-Proteste zu missbrauchen, zu vereinnahmen und für sich zu nutzen. Wir erleben, wie antisemitische und Holocaust-relativierende Verschwörungstheorien unbegrenzt verbreitet werden. Und dass wir es hier nicht mit einer harmlosen Entwicklung zu tun haben, darauf hat die Leiterin der Extremismusabteilung des BVD vergangene Woche in einem Interview mit dem Kurier hingewiesen. Sie spricht wörtlich von einem, ich zitiere,
staatsgefährdenden Potenzial. Selbst Terroranschläge will die Extremismusexpertin hier nicht ausschließen. Und Sorge bereitet ihr auch, dass rechtsextreme Kader die Proteste unterwandern. Sehr geehrte Damen und Herren, ich glaube, das wurde für uns alle am Samstag konkret sichtbar, wenn mehrfach verurteilte Holocaustleugner wie Neonazis, wie Gottfried Küssel mitmarschieren, wenn der Sprecher der österreichischen Identitären und weitere einschlägig bekannte rechtsextreme Neonazis und Staatsverweigerer bei diesen Demos mitmarschieren, dann wird das für uns alle sichtbar. Seit 2015 verzeichnen wir in Österreich ein Hoch an rechtsextremen, antisemitischen und rassistischen Straftaten. Und aus dem erst kürzlich veröffentlichten Verfassungsschutzbericht wissen wir, dass sich alte Strukturen und Netzwerke rund um langjährige Führungskader des klassischen Neonazismus in Österreich neu organisieren. Die sogenannte Neue Rechte, die Identitären, sind alles andere als die friedfertigen Aktivisten, als die sie sich selbst gerne darstellen. Viele von den Neuen Rechten sind bewaffnet oder wegen diverser Delikte verurteilt, darunter schwere Körperverletzung, Vergewaltigung, Erpressung, Raub und Wiederbetätigung. Und gleichzeitig erinnere ich hier an die vielen Hausdurchsuchungen mit Waffenfunden, mit bis zu über 1 Million Schuss in Oberösterreich im Frühjahr des letzten Jahres. Ich erinnere an die Razzien in der rechtsextremen Szene in den vergangenen Monaten. Herr Minister, Sie haben es selber heute angesprochen. Ich erinnere an Sprengstofffunde. Und erst am Montag hat die Polizei in Niederösterreich ein Waffenlager samt NS-Devotionalien ausgehoben. Sie haben das Gefahrenpotenzial dieser rechtsextremen Szene, Herr Minister, bereits angesprochen. Das zeigt den dringenden Handlungsbedarf, der sich für uns hier im Parlament ergibt, damit wir aktiv vorgehen können gegen Extremismus. Dafür ist es aber entscheidend, dass Sie uns Fakten liefern. Wir brauchen konkrete Antworten. Wir brauchen Antworten auf unsere Frage. Sie sind Basis für unsere Arbeit. Sie müssen Basis sein dafür, dass wir daraus Maßnahmen entwickeln können, um gemeinsam gegen Extremismus vorzugehen und aktiv zu werden. Und Herr Minister, ich fordere Sie hier auf, bitte detaillierte Antworten zu liefern und jetzt nicht auf den geheimen Unterausschuss des Innenausschusses zu verweisen. Die Bevölkerung hat ein Recht, aufgeklärt zu werden, wie es mit der Sicherheit in unserem Land steht. Sehr geehrte Damen und Herren, heute in einer Woche ist Internationaler Holocaust-Gedenktag. Und es ist mir deshalb ein Anliegen, auf eines konkret hinzuweisen. Man kann die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung durchwegs kritisch sehen und soll und muss das auch kundtun können. Aber wer sich vor dem Hitler-Geburtshaus in Braunau in Pose wirft, wer sogenannte Judensterne trägt, wer Schriftzüge aus Konzentrationslagern nutzt und Zitate von Opfern und Widerstandskämpfern missbraucht, der relativiert und verharmlost die Verbrechen des Nationalsozialismus und den Mord an Millionen von Menschen. Das ist geschichtsvergessen, das ist einfach widerlich und das ist untragbar in einer Demokratie. Sehr geehrter Herr Bundesminister, ich fordere Sie nochmal auf, hier konkrete Antworten zu liefern und schließe mit den Worten der Extremismus-Expertin des BVD. Was wir gerade sehen, ist, Zitat, ein Gemisch aus allem, das sich jederzeit entladen kann. Ich warne davor, das auch nur irgendwie zu unterschätzen. Vielen herzlichen Dank. Sabine Schatz von der SPÖ ist die Sprecherin für die Erinnerungskultur in ihrer Partei mit warnenden Worten. Zum Schluss an den Innenminister. Sie kritisiert unzureichende Anfragebeantwortungen aus seinem Haus.